Hallo meine Lieben! In Kooperation mit Iglo gibt es heute voll das leckere amerikanische Rezept, nämlich Mac and Cheese und diesmal verfeinert mit dem Iglo Rahmspinat. Die schmecken unheimlich lecker. Es handelt sich hier nicht um das klassische Rezept, sondern um ein vereinfachtes. Es schmeckt genauso lecker, geht aber viel schneller. Zum Ende meines Videos habe ich noch eine ganz tolle Verkündung. Bleibt deswegen unbedingt dran. Und jetzt geht's los mit den Zutaten und der Zubereitung. Und die Mengenangaben findet ihr natürlich alle unten in der Infobox. Wir brauchen natürlich den Iglo Rahmspinat mit dem Blub. Außerdem Macaroni, Milch, Gouda geriebenen Cheddar, ich habe keinen orangenen mehr gefunden, geriebenen Parmesan, dann brauchen wir Knoblauch, an Gewürzen brauchen wir Paprikapulver, Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl. Zunächst wird etwas Olivenöl in einem Topf oder in einer großen Pfanne erhitzt und der Knoblauch ca. 30 Sekunden lang darin angebraten. Danach kommt der Iglo Rahmspinat und die Milch hinzu. Der Topf wird abgedeckt und bei mittlerer Hitze wird der Spinat zum Kochen gebracht. Wenn alles schön aufgekocht ist, kommen die Gewürze rein, also Salz, Pfeffer, Paprikapulver und die Gemüsebrühe. Jetzt kommen die Macaronis rein und werden gemeinsam mit dem Spinat ca. 8 bis 10 Minuten köcheln gelassen. Zum Schluss kommen unsere drei Käsesorten hinein, also der Gouda, der Cheddar und der Parmesan. Und dann wird das alles so circa 2 bis 3 Minuten lang miteinander verrührt. Und fertig ist unser leckeres Mac and Cheese mit Spinat. Mac and Cheese mit Rahmspinat. Also ihr habt gesehen, es ging super schnell und es ist wirklich einfach, das bekommt jeder hin. Falls ihr euch jetzt aber für mehr leckere Rezepte mit dem Blub interessiert, werde ich euch unten in die Infobox einen Link reinschreiben, da könnt ihr gerne mal draufklicken und dann erscheinen da noch ganz viele tolle Rezepte. Und jetzt kommen wir zu meiner wichtigen Verkündung. Denn am 8. Oktober dieses Jahr 2016 um 11 Uhr findet die erste Live-Cooking-Challenge zur Berliner Food Week zum Thema Mexiko statt. Und ich werde natürlich auch dabei sein. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf und würde mich total freuen, wenn ihr live auf meinem Kanal einschaltet. Da könnt ihr mir und unter anderem vielen anderen YouTubern beim mexikanischen Kochen zuschauen. Alle weiteren Infos zu der Live-Cooking-Challenge findet ihr unten in der Infobox. Und falls ihr jetzt mein heutiges Rezept, mein Mac and Cheese mit Spinat nachmacht, würde ich mich natürlich wie immer über eure Fotos freuen mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!